Blender Quick Dip. Ihr wollt den Cache, also den verfügbaren Speicherplatz, für euren Videosequencer vergrößern? Ganz einfach, geht zu Edit, Preferences und dort seht ihr Videosequencer und das Limit des Caches. Ihr könnt es verdoppeln, vergrößern, verkleinern, wie auch immer. Standardmäßig sind 4096 eingestellt. Ihr könnt auch auf einer Platte den Cache speichern und hier auswählen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial helfen. Bis zum nächsten Tutorial!